Bei Zeiten kann man dieses ganze, den ganzen Dreck mal durch Stein ersetzen. So. Ey. Wo baue ich den hin? Hier. Ach nee. Guck mal, ey Leute, guck mal, wo ich hier bin. Haha, hier geht's raus. Und da ist eine Spinne. Ja. Und du lässt sie auch noch schön brav rein, oder? Habt ihr euch nach draußen gegraben? Nee, warte, ich schlacht's jetzt ab. Außerdem ist sie... Ah nee, ist sie nicht. Ah, sie ist schon tot. Habt ihr euch jetzt nach draußen gegraben, oder was? Ja, hier ist mal draußen. Ja, das, wenn wir nachher Glas haben, dann machen wir Glas hin. Ja. Ich hatte keinen Sand dabei, scheiße. Ich mach da mal zu, hier. So provisorisch. Ich markiere die Stelle einfach mit ein bisschen TNT. Thomas, das reicht eigentlich für den Zwischenraum hier. Und das siehst du, wir sind ja immer noch... Jawohl. Wir sind auf Level 87, das reicht. Ich habe eine Höhle gefunden. Ich komme mit. Zwischenraum. Ja, das nehmen wir einfach Zwischenraum, das geht schon. Ah, ist ja alt. Ist ja riesig die Höhle. Ah, die geht dann noch weiter. Naja, gut. Lass uns mal überraschen. Die Höhlen sind... ja, die geht aber wahnsinnig weit. Ja, immerhin. Wo kommen wir denn an? Hier runter. Da muss es ja mindestens zweigleisig. Alter! Wer fummelt da schon wieder mit TNT rum? Keiner, Creeper. Achso. Obwohl es Tag ist. Ja, die Viecher gehen noch nicht. Thomas, ich fummel hier jetzt mal mit TNT rum. Der hat mich nicht auf eine Idee gebracht. Mach ich aber mit. Ja, geht da weg. Ich habe nur eins mal reingemacht, damit der Raum hier genau so... Achtung, Achtung. Ja. Ja. Du hast auch... Du hast übrigens auch noch draußen getroffen. Mhm. Oh, wir sind das ja relativ weit unten. Ja, deswegen machen wir hier nachher wieder zu. Das sollte alles wieder zu hast werden. Hast du ein bisschen fleischy? Oben ist noch eins, aber ich brauche selber noch wieder. Komm, Thomas, wir bauen hier wieder zu, sonst... sollen wir uns einen Zwischenraum tiefer bauen? Ich habe eine Höhle gefunden. Ja, die haben wir auch vorhin gefunden. Oh. Sollen wir das hier wieder zubauen und den Raum vielleicht irgendwie tiefer bauen? Nö, wieso? Wir können... Wir brauchen doch eh irgendwie einen Ausgang unten, dass wir irgendwo hochkommen. Mhm. Das ist der erste Zugang sozusagen. Ja, dann geh mal raus und dann machen wir da mal zu, hast bevor du eine Tür dabei? Nach reinkommt. Nein, eben nicht. Aber das wird schwierig mit dem Raum. Weil... Irgendwas. Das hier oben ist auch alles Dreck. Hier oben ist auch schon wieder offen. Guck mal einfach mal da Wolle hin. Ja. Der Raum sollte nicht zu hoch werden, weil da ist Dreck drüber und nix. Deswegen bleiben wir auf dem Level, auf dem wir hier unten sind. Oh oh, TNT. Ja, nicht viel. Au. Passt aber genau. Jetzt brauche ich nur irgendwie eine Lampe. Achtung, ich hau da auch mal ein bisschen TNT hin. Ja, ist gut, ich kann nämlich gerade nicht weg. Aber jetzt. Okay, gehe ich hier. So, das sollte eigentlich für die Grundfläche für den Raum reichen, oder? Ja. Daniel, was machst du eigentlich? Ich baue gerade ein Häuslein. Baust du noch mehr Häuslein? Erstmal eins.
Dann wird das eine das Minenhaus. Thomas, das reicht eigentlich hier als Grundfläche für den Raum, oder? Ja. Gut. Nur noch irgendwie schöne Ausbauen gerade machen. Ja, und nach unten. Ja, hängen wir gleich wieder hin. So. Den Dreck mache ich weg und Stein dafür hin. Zu hoch hier so. Licht habe ich 2 Stück, das ist prima. Das reicht eigentlich von der Deckenhöhe so. Jetzt fehlt irgendwie nur eine schnelle Verbindung rüber zu unserer Hütte. Obwohl, wir sind ja nicht weit vom Sandtempel entfernt. Na ja, gut. Nicht weit ist auch, das ist auch wieder über irgendein Tal hinweg. Und, ich möchte dahinter. Oh, das ist, dachte schon, hier wäre offen. So. Ja. Schieb mich doch nicht weg. So. Ich bin Hühner. Ja, natürlich, da ist auch der Eingang wieder. Ah, nee, doch nicht. So, ich gehe da mal wieder nach oben. Aus Holz. Was? Was ist mit dem Holz? Wir haben das schon so viel Holzdingens da. Was ist mit dem Holz? Ja, weil der Daniel ist ganz im ganzen Mist das Holz baut. Ja toll, das vernichtet doch Holz wie nix. Wir nehmen seit 1 Stunde und 7 Minuten auf. Kannst du wieder ordentlich hochladen. Dauert zum Glück auch gar nicht lange. Dann nehme ich immer, wenn ich in die Schule gehe, lasse ich das Ding halt starten. Ah, Daniel, jetzt... das dauert halt ewig. Ja. Das, Daniel, das verbraucht aber wahnsinnig Holz, gell? Ich und weiß. Holz brauchen wir. Holz habe ich genug. Das glaube ich dir nicht. Hoch. Thomas, was baust du da gerade? Auch ein Haus. Wird es die Grundfläche? Ja. Ja, gut. Wie lang? Wie breit? Ist es wurscht. Ja, das reicht, oder? Weil... zu große Häuser. Ich meine, das muss ja auch noch nach oben gezogen werden, dann sollte da vielleicht auch ein schräges Dach drauf, das dauert ewig. Soll ich das mal hier unten auffüllen? Ja. Ah, da kann man noch Dreck hinmachen.
So. Ist der Boden auch stabil? Naja, eigentlich unnötig, aber egal. So. Scheiße. Dann sollten wir aber nachher wieder ordentlich aufforsten hier. Erstmal wieder noch ein bisschen Holz. Haben wir hier irgendwo Glas rumfliegen? Nein. Wir sind auch ziemlich weit weg von jeglichen Sandquellen. Also was heißt weit weg, aber das ist ziemlich weit da drüben. Schade. Und die machen wir weg. Und hier spawnen gleich jede Menge Creeper. Ich würde sagen, wir verziehen uns wieder zurück in die Lagerhalle. Was heißt Minenhaus? Und ich glaube, ich baue da mal ein Holzdach drauf. Hey. Na, Alter! Ja, geh mal raus. Mach noch mal die Tür hin. Da. Ich wollte nur, dass der Boden aus Stein ist. Erstmal nicht mehr und ich habe kein Holz. So, machen wir hier wieder das Neueste aus. Ja, das ja, hier, versuch mal hier rüber zu kommen. Nö. Ja, sonst kommen wir jetzt nochmal durch. Der Eingang muss verlegt werden. Ja, komm jetzt hier. Ja. Ich mach die Leiter mal eben weg. Und ich mach die mal hier hin. Kammer, das Loch ist zu. Gut. Dann baue ich hier mal weiter. Shit. Einfach langziehen. Ja, Schöpst. Ich habe kein Holz. Ich habe auch nicht mehr so viel Holz. Hast du eine zweite Axt? Nein, hast du natürlich nicht. Ah, ja. Ich habe, nee. Ich muss mir selber bald wieder neu bauen. Ich hoffe mal, dass wir bald auf Eisen stoßen. Deswegen sollten wir ja auch wieder aufforsten. Mist, da komme ich nicht hoch. Du bist in der Mine auf irgendwas stoßen, das dauert wohl noch. Wir sind verdammt hoch. Ja, trotzdem gibt es ja in Bergenhöhe. Ja, trotzdem gibt es ja in Bergenhöhlen. Ja toll, wir sind schon wieder so hoch, dass es wieder hier Nebel ins Haus reinzieht.